Finale! Letzte Folge aus Liga 2. Danach geht es weiter mit der Liga 1. Wir sind in die, Endabrechnung Liga 2 und dann geht es in Liga 1 weiter. So, wir gehen heute weiter. Wir werden heute viele, viele Rotationen haben drin im Kader. Das ist schon mal ganz klar, weil es werden einige Spieler ihre Karriere beenden. Viele Spieler werden wohl gehen. Es ist der letzte Spieltag und. Also, wie gesagt, wir wollen auf 97 kommen. Der nächste Gegner ist übrigens Union Berlin. Das ist der Tabellenzweite. Aber wie gesagt, selbst wenn wir das Spiel verlieren heute, ist es halt einfach so. Natürlich wollen wir uns mal versuchen, so weit wie möglich oder so schadlos wie möglich zu halten. Aber nun ja. Wie so oft wird es bei vielen Ligen so gemacht, dass man im letzten Spieltag dann nochmal ein bisschen durchrotiert. Dass man mal Leuten die Chance gibt, die noch nicht so wirklich. Nicht so häufig gespielt haben, beziehungsweise auch kurz vorm Wechsel oder vom Ding spielen, vom Karriereende stehen und. Also es ist halt einfach so. So. Ich gehe mal kurz in die Pressekonferenz noch schnell. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Ich nehme unsere Form zu überragen. Boah, das ist Teil der Strategie. Was ist das? Wenn ich den Hinspiel habe, habe ich so knapp gewonnen. 3-2 oder so. Na genau, natürlich wollen wir auch diesmal gewinnen. Und das war es für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen herzlich. So, gehen wir rein. Ins letzte entscheidende Ligaspiel. Auch hier wird wieder ein bisschen rotiert, natürlich. Unsere Jungs wollen natürlich. Union wird auch ebenfalls aufsteigen, genauso wie. Wir sind aufgestiegen, genauso wie die Gäste hier aus Berlin. Wird jetzt wie gesagt viel rotiert, das ist ganz klar. Bosijur, der soll sein letztes Zimmer, wird sein letztes Spiel machen. Dragovic geht ebenfalls. Obwohl, die Rolle nehme ich noch mit. Muss ich. Bringt ja nicht sonst nichts. So, gehen wir mal ein bisschen rein ins Spiel. Wie gesagt, wir haben jetzt extra ein bisschen umgestellt, den Kader, um halt einigen Spielern nochmal eine Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen zu präsentieren, gerade was das neue Spiel, was die neue Saison betrifft. Und mal gucken, was wir damit FIFA 22 dann machen, wenn es rauskommt irgendwann. So, dauert jetzt einen kleinen Moment, bis der hier alles fertig hat. So.
Okay, los geht's. Heimspiel. Der erste gegen den zweiten. Da steht enorm viel auf dem Spiel. Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Wir bedanken uns auch heute wieder bei allen Zuschauern. Danke, dass Sie den Live-Fußball unterstützen. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und wir übertragen heute ein Spiel vom letzten Spieltag der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen Union Berlin. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war sehr unterhaltsam, viele Highlights. Spielerisch eine der besten Saisons der letzten Jahre. Und ich sag dir was, heute gibt es noch mal ein Klassenspiel. Die Nummer 6, Danny Latzer. Die Nummer 14, Florian Krüger. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Ja. So beginnen die Gäste heute. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Gut, für Union wird es wahrscheinlich darum gehen, einfach den Kader ein bisschen zu verkürzen um 3 Punkte, aber ja, mein Gott. Gucken. So, gleich geht's los. Halbzeit Nummer 1, Union Berlin, Heimspiel. Auch hier wollen wir natürlich gewinnen. Aber wie gesagt, es ist nicht die oberste Priorität, sondern einfach die Saison so erfolgreich wie möglich ausklingen zu lassen. Mein Ziel ist es natürlich zu gewinnen, aber schauen wir mal. Wenn der Gegner so stark aufs Vorchecking setzt wie die Gäste. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Erste gute Situation. Die Flanke kommt, aber Lute vor Kobylanski. Der aber seit langem wieder da spielt, weil ja, Tommy eigentlich sogar Stammspieler momentan war. Zuletzt gab es auswärts einen Sieg und daran will man heute anknüpfen. Krüger gegen Plavsic, der jetzt natürlich erstmal diese Flanke versaut. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Wo ist die Schuhe? Sie machen schon sehr früh Druck. Ach, der Ball ist nicht gut. Das war natürlich kein guter Pass. Dragovic, der auch ja sein letztes Spiel macht. Gambulare jetzt mit Tempo, ein bisschen was. Und Kobylanski hat die erste Situation oder die erste Chance. Kann er was draus machen? Boah, das ist die nächste Chance für Gambula. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Oh, der war knapp. Der war wirklich knapp, der Ball. Aber leider nicht im Tor untergebracht. Dann kann Wunder, den ich auch gerne verkaufen würde, wenn die Kohle stimmt. Mal gucken, was haben wir, wer am Ende mehr zu. Zwei herausragende Spieler hier heute im direkten Duell. Alles ist angerichtet für ein Fußballfest. Ich glaube, das wird ein wirklicher Leckerbissen. Ist ja auch kein Wunder, wenn sich diese Offensivkräfte. Oh no, die Partie. Ja, Union dann mit. Verletzung aus. Oh, das ist. Ja, es wird dann gleich mit Schiedsrichter weitergehen. Aber hoffen wir erstmal, dass er weitermachen kann. Ich denke, sie werden wechseln müssen, Buschi. Ah, das ist für Union natürlich schon bitter, dass sie den ersten wechseln. Das sieht nach Schulter irgendwie sowas aus. Was ist denn das passiert? Oh ja, mit dem Zweikampf Mustafi. Und der noch drauf fällt. Oh ja, oh ja, oh ja. Das sieht richtig fies aus. Der Wechsel wird kommen. Die Union muss schon nach 17 Minuten im ersten. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Jo, dankeschön. Dann kommt man den mal wieder rüber, weil ihr weit im Ball besitzt. Und dann geht's weiter. Mit dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist. Und es geht mit Abstoß weiter. Teuchert, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Naja, wie dem auch sei. Es ist jetzt
geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Mit der ersten Halbzeit, Entschuldigung, natürlich. Das haben wir jetzt gerade mal 20 Minuten gespielt. Oder das mehr. Da kommt der Pass. Oh, der schöne Ball, der Ball. Gambula. Und der zweite von ihm, der so knapp vorbeigeht am Tor. Also der hat schon den ersten Ball einen rechts vorbei, einen links vorbei gesetzt bisher. Also, ja, mal gucken, wie die Halbzeit wieder spielt. Also nicht viel haben wir gewonnen, glaube ich, 2-1 wäre mal. Irgendwas knappes Ding auf jeden Fall. Ah, scheiße. Da war mehr Platz auf der anderen Seite. Das könnte die Chance werden. Ja, starker Pass. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Mustafi, der aber dann den Ball verliert. Muss Abschluss geben. Geht doch Abschluss. Schwache Aktion. Sigrist steht ja am Tor. Der soll den Club verlassen. Soll ja an einer Keeper noch kommen. Oh, für mich, ja, wo gerade sagen, für mich war das nämlich ein Foul. Bei der Nummer 8. Sagt der Schiedsrichter, reicht aber auch für eine Mahnung, keine gelbe Karte. Und nach 30 Minuten schätzen wir noch 0-0. Aber auch das ist hier, wie gesagt. Egal. Die Frage, was gibt da jetzt? Ja, Freistoß gibt da, weil es ein Abseits war. Von Flo Krüger. Ja, das Problem, dass wir diese Saison, nächste Saison nur auf zwei Wettbewerben spielen und nicht mehr auf drei. Wie gesagt, weil wir beide Wettbewerbe verkackt haben in der Europa League und im DFB-Pokal. Viertelfinale sind wir wieder raus. Wobei selbst gegen Juve, das habe ich mir selber ein bisschen versaut. Ja, schöner Ball auf Gambula. Der ist aber sehr schnell, checkt nochmal den Ball auf. Auf Außen spielen und dann ist es das 1-0, dann ist es doch Florian Krüger. 1-0, 39. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den Händen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tor für den FC Schalke 04. Es gibt ein Tor in der HDI Arena. Hannover. Wir haben hier das erste Tor für Hannover. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 40 Minuten. Vielen Dank für das Update. Und jetzt noch mal kurz der Blick auf das Führungstor. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Ja, aber kein Satz. War kein Abseits, aber geil. Okay, egal. Also, wir führen auf jeden Fall noch. Und ich spiele doch nicht mal mit wirklich ernst. Ich würde das Spiel noch runterkriegen. Also, so, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Eine Minute, ja. Nur eine Minute? Okay, das war ein bisschen mehr. Ich gedacht wegen der Verletzung. Was macht er drauf? 2-0. Das Tor wird hier. 2-0, Martin Kobylanski. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Und fehlt auch Tor Nummer 27. Und dafür, dass er mittlerweile kein Stammspieler mehr ist. Oder Tommy halt vorgezogen wurde öfters. Steht jetzt hier 2-0, 39. und 45. Also zwei spätere Tore noch. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Max Kruse macht kein gutes Spiel, Leute. Der ist überhaupt nicht da. Eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Kann er was draus machen?
Ja, verdient ist es auf alle Fälle. Kurz mal auf die Zwischenstände achten. Hannover fix gegen Osnabrück, okay. Wie am Ende die Tabelle aussieht, weiß ich noch nicht. Ich muss mal gucken. So, auf geht's, zweite Halbzeit. Läuft. Durchgang 2 läuft. Union wechselt übrigens ein zweites Mal. Guter Einsatz, das war wichtig. Gut gemacht. Latzer. Ah, der Ball war nicht gut. Es gibt Deckel geben, ne? Ne, Abschluss gibt es sogar. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. In der HDI Arena tut sich was, nämlich ein Tor. Im Studio gibt es die Infos. Gandula! Aber der nicht durchkommt. Schade, ich dachte, der kann mit seinem körperlichen den Verteidiger noch ein bisschen weghalten und dann das Ding mal aufs Tor bringen. Scheinbar nicht. Ah, Union versucht natürlich ein bisschen. Aber Sigrist, der zwei, dreimal gut pariert hat. Die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starkes. Nehmen wir mal mit den Ball. Das könnte was werden. Schöner Ball auf Gandula, der ja auf als Verteidiger. 3-0, Rörnack. Der ja so ein bisschen als Fanggeber gerade fungiert und dann trotzdem das 3-0 jetzt erzielt. Also das 3-0 wurde von Hack erzielt. Und 3-0 ist, trotzdem das 3-0 erzielt wurde, so rum ist es richtig. Wir schauen nochmal auf den Treffer. Da ist zuerst die Flanke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut. Der war astrein gespürt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Wenn er da schön hinten aufs lange Eck sitzt, keine Chance für Lute, da ein Tor von Union Berlin. Darf das Ding jetzt verhindern. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie ja, aber es dürfte das 3-0 sein. Das haben wir auch genauer gehabt. Also ich meine, sondern das schon 2-1. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir haben mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen in diese Partie. Und mein Ziel, wie gesagt, wir haben 97 von 102 möglichen Punkten geholt in dieser Saison. Wir sind so souverän aufgestiegen. Da verlieren sie den Ball. Gutes Pressing jetzt. Eine Niederlage haben wir kassiert. Die Gäste werden wechseln. Muss ich, und einen Unentschieden, glaube ich, nur, ne? Unentschieden weiß ich gegen Bielefeld. Die Niederlage habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Er ist frei, da kann was draus werden. Und Tor. Oh, das wird kein zu Null werden. Nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Union kommt zumindest wieder zum Tor. Sie waren souverän. Aber war gut gespielt. Da war nichts frei. 2-1. Hätte ein zu Null werden können. Ja, hätte. Ist aber nicht. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Auch hier, wie gesagt. Oh, ja. Also, 70. Minute knapp. Tor für Union Berlin. Mal gucken. Lavsic. Da passt er auf und kann klären. Lisa Brühl, Kobylanski. Die Chance auf den Konter. Gamula, jetzt mal. Kann er jetzt mal ein bisschen Platz machen, mal selber mal ein bisschen was zu. Ja, das Problem. Da war einer noch, der noch was dazwischen oder was dagegen hatte. So, die drei nochmal wechseln, mal drei Jungs bringen, wir haben zwei junge, ganz junge springen. Ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, mit viel Übersicht. Das ist der Tempel. Und es ist übrigens kein Abseits, 4-1. Robinak. Und da hat der Schiedsrichter gut den Vorteil laufen lassen. 77. Minute. Blitzschnell erkannt und gleich. Ja, hier, genau, die Elf vor dem Pass. Ja, den Kobylanski, den das Foul da gezogen. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen.
Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Grobbelak, 8. Tor im laufenden Wettbewerb, im Laufe der Saison. Und jetzt Wechsel. Zwei ganz junge Spinden, Joe und Nachal, kommen ins Neue rein und dazu eindeutiger Spielstand hier. Da noch Zeit bleibt nicht mehr. Postua. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Die Nummer 17. Guter Pass. Sercan Blažić. Tor für Union, 2-4 nur noch. Und die gelbe Karte wird uns auf den Knochen, das war's voll. Und dann ist es Cedric Teucher, der nochmal rankommt, mit seinem Tor nochmal ran. Liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. So, noch ein schöner Schlag auf da, 6 Tore. Und es ist Mustafi, der da komplett falsch steht. Also Teucher trifft sich gegen uns, gegen seinen ehemaligen. Aber den damals aus dem Nimeko, dann weiß ich nicht, weil der, glaube ich, wirklich gar nichts gebracht hat. Ah, Joe, der ist nicht da. Okay, Joe, der setzt sich aber erstmal durch in den ersten. Joe. Ah! 6 Minuten sind noch zu gehen. Hat er gut gemacht. Hat er echt ein paar Leute stehen lassen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Den Ball hat er ganz souverän. Und Union geht mit dem Kampf da rein. Klasse Pass. Fairer Einsatz hier. Der wäre gut gekommen, aber... Und jetzt gibt er? Nee, das kann man fast nicht durchgehen lassen. Du gibst jetzt nicht Elfmeter, oder? Er gibt gelb für Latza. Okay, und dann gibt es Freistoß, ja. Gute Position für diesen Freistoß. Da muss die Abwehr hellwach sein. Da passt er auf, der Golder. Okay, das habe ich jetzt anders gesehen, aber. Ja. Er geht in den Strafraum. Oh, er kann klären. Und raus damit. Jetzt mal hinten komplett weg. Union muss jetzt neu aufbauen. Brauchen sie nicht, oder? Schiedsrichter fällt jetzt die Sorge ab. Dieselmann. Jetzt ist Feierabend. Schlusspfiff. Nun steht es fest. 4-2. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Ach so, damit haben wir es geschafft. Die Saison ist durch. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr? Richtig. Punkt. So ist es. Und dann haben wir es geschafft. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Saison ist durch. Das war ein munteres Spielchen, muss ich sagen. Es war nicht ganz leicht, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. So, dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Die Saison ist durch. Auf jeden Fall das, schon mal geschafft. Läuft natürlich jetzt weiter alles noch ein bisschen. Juve hat schon mal die Europa League gewonnen. So wie ich das mitbekommen habe. So, jetzt sind wir schon im Juni. Ja, es läuft jetzt durch bis Ende des Monats, klar. Aber da passiert jetzt eh nicht mehr viel.
Genau, und zum 1.7. geht ja die neue Saison los. 30.06. ist ja die absolute Deadline. So, gucken wir gerade mal, wie die Spiele, was noch für Nachrichten reingekommen sind. Und dann beenden wir die Saison. Und das im Hinblick auf die neue Saison machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play FIFA 21. Und dann geht's in den Bundesliga weiter. Bis dahin und tschüss.